Hallo zusammen, Martin hier von Geniales Tuning. Heute machen wir was. Wie ihr gelesen habt, bin ich in Ettenkirch bei mir unterwegs im Dorf. Und zwar werde ich jetzt die 480 Meter, die ich mittlerweile gesammelt habe, mit eurer Hilfe in diesem Bürgersaal von Ettenkirch aufbauen. 160 Quadratmeter, kommt mal mit. Werden wir das schaffen? Schaut mal hier rein. Das sind 160 Quadratmeter. Schaffen wir da wirklich diese 480 Meter aufzubauen? Also, hier geht's rein, wenn es wahr ist. Jawohl. Also, mitkommen. Oder auch nicht. Ne? Okay. Ja. Das ist nicht keiner klaut. So, jetzt sollen wir gespannt sein. 160 Quadratmeter hier in der Runde. Schaffe ich es jetzt wirklich, die 480 Meter hier zu verlegen und in Zug fahren zu lassen? Auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich brauche Schienen. Auch die Appell nochmal an euch, ich möchte diesen Weltrekord hier an den Bodensee holen. Also, jetzt gehen wir mal raus ans Auto und holen den ganzen Krempel rein. Thank you.
So, wie ihr gesehen habt, bin kurz vor der Vollendung 480 Meter auf 160 Quadratmeter. Ihr seht, da ist noch ein bisschen Platz in der Richtung. Der Kameramann schläft, aber ist okay. Ist auch schon lange her. Wir sind jetzt 4 Stunden hier drin und bauen auf. Unter anderem konnte ich endlich, dadurch, dass ich ja jegliche nach Firma nutzen darf, jetzt nachdem ja in China der Weltrekord aus Dänemark geknackt worden ist, kann ich endlich die Rezensionsexemplare von TrixTrix hier verwenden. Das sind ja keine gewöhnlichen, sondern die sind ja doppelt so lang wie die von Lego, wie ihr seht. Also das sind doppelte Länge. Preis weiß ich gerade im Moment nicht. Ich glaube irgendwas zwischen 19 oder 25 Euro. Aber ich habe schon eine Packung komplett drin verbaut. Lassen sich super verbauen. Bin mal gespannt, wenn der Zug drüber fährt und so weiter. Auf jeden Fall, ja, jede Menge Arbeit. Und 5 Kilometer gilt es zu knacken. Und ich habe ja gesagt, also 7 müssen es werden. Und bei knapp 500 Meter habe ich jetzt 4 Stunden gebraucht. Mir graut's, Leute. Aber ich habe wirklich Bock drauf. Also, wer Schienen übrig hat, lasst es mich wissen. Gebt mir Bescheid. Ich bin für Spenden und Sponsoren bin ich logischerweise offen. Und ansonsten da draußen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und jede Menge Watchtime, denn die Watchtime, die lässt natürlich den Zähler durch die Werbeeinnahmen nach oben spülen, womit man natürlich neues Material für den Weltrekord sammeln können und damit auch Material sozusagen kaufen können. Und dann nochmal viel Spaß beim Zugucken, was wir hier gerade treiben. Ciao!